Elke und ja, habe schon ganz viel mit Kindern gearbeitet. Meine erste Berufserfahrung hauptsächlich hat mich sehr geprägt, war in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da war ich 10 Jahre lang, habe da sehr viel kennengelernt und ja, dann gab es eine Elternzeit eben, habe 4 eigene Kinder, alle sehr unterschiedlich. Und jetzt in Norddeutschland muss ich erstmal wieder Fuß fassen beruflich. Ich habe dann über Schulbegleitung, bin ich jetzt irgendwie reingerutscht auf einen Heilpädagogenjob in der Schule, was mir auch viel Spaß macht, aber immer so Krankheitsvertretung. Und irgendwie im Internet ist mir immer wieder Kinder- und Jugendcoach begegnet, keine Ahnung. Hat mich magisch angezogen, dass ich immer wieder auf die Seite geguckt habe und gedacht, das hört sich interessant an. Kann ich mir vorstellen, dass ich da was mitnehmen kann. Und da war ich jetzt total happy, habe mich auf den letzten Drücker angemeldet. Ja, und jetzt bin ich hier und bin total froh, dass ich das gemacht habe. Nehme total viel mit. Die Stimmung im Seminar ist total klasse. Irgendwie kann man nicht immer gleich sich alle Namen merken, das sind ja auch so viele Leute, aber man hat sofort das Gefühl, es steht auf Augenhöhe miteinander und man kommuniziert auf einer ganz tollen Ebene miteinander, wertschätzend und man unterstützt sich. Man ist einfach, ja, als würde man sich schon ewig kennen. Das ist eine ganz tolle Atmosphäre. Der Daniel, der ist total witzig und wir lachen ja nur die ganze Zeit und ich habe das Gefühl, ich sitze da und nehme nur auf und weiß gar nicht, wie das alles da reinkommt in mein Gehirn. Und es ist aber da. Und als er erzählt hat, so jetzt sind wir mit der Theorie fertig, dann habe ich nur gedacht, welche Theorie? Also das kam gar nicht bei mir so an, dass das jetzt Theorie war. Und ich hoffe immer, dass ich da auch all das umsetzen kann, was er hier so vermittelt. Aber ich habe den Eindruck, das sortiert sich alles so nach und nach. Formiert sich das und das kommt alles so nach und nach an und das ist total schön auch bei einem selbst zu sehen. Boah, die Methoden, jeder für sich ist total klasse. Ich habe irgendwie bei allen gesehen, wie das wirken kann und das ist total klasse. Habe ich auch bei mir selbst erlebt und ich habe auch zu Hause schon einfach mal ausprobiert so und ich habe auch festgestellt, selbst wenn ich mal eine Methode noch nicht perfekt angewendet habe und da vielleicht auch mal den einen oder anderen Fehler noch mir erlaubt habe, die wirken trotzdem, das ist so erstaunlich. Also man kann eigentlich nichts falsch machen, man muss einfach nur machen und das kommt alles schon. Das ist total klasse, sie sind total kraftvoll und natürlich in der Perfektion sind sie am kraftvollsten, aber an sich wirken die Sachen schon. Ich glaube, das kann jeder gebrauchen. Ich habe wirklich den Eindruck, jeder schleppt irgendwelche Sachen mit sich rum. Und mit so einfachen Methoden, die dann loszuwerden, das ist einfach toll. Und auch nicht irgendwas Aufgedrücktes. Das ist ja eigentlich was einfach so da ist, eigentlich schon, was wir nur nehmen müssen. Und das macht es so schön.